Frauen und Kinder waren ja die Hauptleidtragenden im Hinterland. Und denen wollte er tröstend und erbauend beistehen. Es scheint, dass er auch Trost gespendet hat. Das dürfen wir nicht ganz übersehen. Und die Moral gefestigt. Denn Kriegszeiten sind schlimme Zeiten. Bozner Zeitung, 19. August 1916. Undeutsche Weiber. Das Meraner Amtsblatt verlautbart: Bestraft wurden wegen unerlaubten bzw. geschlechtlichen Verkehrs mit Kriegsgefangenen Johanna P., Taglöhnersgattin in Nals mit 10 Tagen Arrest, Anna S., Bauerntochter in St. Martin in Passaia, und Maria Z., Bauerntochter aus St. Martin in Passaia, mit je 100 Kronen Geldstrafe, eventuell mit 10 Tagen Arrest. Weihbischof Sigmund Weiz schrieb 1915, der Krieg sei Sühne für Unkeuschheit und Abtreibung. Die Unsittlichkeit, verletzte Unschuld und geschändete Frauenehre, gebrochene Treue und Schändung des heiligen Sakramentes der Ehe und alle Schmach und Schande dieses Lasters. Bozner Zeitung, 26. August 1916. Eine gerechte Strafe. Auf den öffentlichen Anschlagtafeln wurde vom Stadtmagistrate Bozen nachstehende Verlautbarung kundgemacht. Rosa W., 28 Jahre alt, Oberjägersgattin in Bozen, wurde wegen Liebesverkehr mit einem serbischen Kriegsgefangenen vom Stadtmagistrat Bozen rechtskräftig zu 8 Tagen Arrest verurteilt. Rechtsruf. Weihnachtsbrief 1917. Vor dem Krieg und teilweise noch im Kriege herrschte unglaublich viel Luxus und Hoffart in der Gewandung. Das Weibsvolk, selbst Frau und Töchter aus guten, anständigen Häusern, gingen in ausgelassen, mangelhafter Kleidung in ärgerlicher Blöße. Kein Mahnen und Warnen, kein Bitten und Beschwören nützte etwas.